Mit dem Rücken zur blau-weißen Wand steht der TSV 1860 München vor dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt. Agi Janikis, der Coach, er weiß selber, dass das hier eine ganz brenzlige Lage ist nach 3 Niederlagen zu Beginn. Die 60er in den weißen Trikots, aber druckvoll von Beginn an. Hier gleich die erste Gelegenheit in der 4. Spielminute. Sie kommen mit mächtig Dampf aus der Kabine gegen einen FC Ingolstadt, der das erstmal über sich ergehen lassen muss. Die 5. Spielminute, das ist Philipp mit dem Zug zur Mitte. Dann ist der Ball nur halb abgewehrt und Wolfram zum 1:0. Eine Explosion der Gefühle bei den Löwen. Die kommen hier mit so viel Stress nach vorne auf den Platz und Wolfram humorlos rechts oben in die Ecke. Genau diese Kompromisslosigkeit benötigst du, wenn du da unten drin stehst. 1:0 die frühe Führung. Der FC Ingolstadt kommt in der Folge ein bisschen besser in die Partie und hier ist die Kopfballchance für Ryan Malone. Der setzt nochmal auf. Rene Vollert hat keine leichte Zeit, den zu bereinigen. Aber nur selten kommen die Ingolstädter wirklich gut vor den gegnerischen Kasten. Auf der Gegenseite. Standardsituation für die 60er Tunai. Dennis und Verlats bekommt ihn nicht mehr wirklich kontrolliert. Es ist jetzt eine ganz offene Partie nach dem furiosen Anfang in den ersten 5 Minuten. Die 60er allerdings mit etwas Oberwasser. Der FCI versucht es immer wieder über die Flügel, über die Linksverteidigerposition. In dem Fall Düring mit dem feinen Pass nach vorne. Und dann ist Sebastian Gröning auf einmal weg im 16-Meter-Raum. Verlats und Vollert klären das Ding gemeinsam. Nur selten heute die Löwen so unaufmerksam wie in dieser Situation. Sabrina Wittmann bei den Schanzern, den kann diese erste Hälfte nicht gefallen haben. Dementsprechend kommt der FC Ingolstadt auch deutlich besser aus der Kabine. Benjamin Kanuric hier angespielt von Testrot und dann David Kopacz. Den musst du machen. Super herausgespielt das Ding. Vorher Kanuric nochmal mit dem kleinen Wackler. Vollert wehrt zur Seite ab und klar, der muss drin sein. Doppelwechsel dann bei den 60er. Zuletzt hatten die Wechsel so überhaupt nicht gezogen. Bei Janikis ist auch das ein großes Diskussionsthema vor dieser Partie. Aber heute ist das ja vielleicht anders. Wir laufen hier in den Konter. Vorher die Frage, ob es ein Foul war von Tunay Dennis. Behalten wir mal im Hinterkopf. Ingolstadt hört einfach zum Verteidigen auf in dieser Szene. Dann ist es Wolfram von der linken Seite auf den kurzen Pfosten. Und Julian Guttau gerade eben eingewechselt mit dem 0:2. Heute mal ein goldenes Händchen beim Griechen. Die Frage, ist das hier vorher ein Foul? Diese Bewegung von Tunay Dennis mit dem Arm in Richtung Gesicht des Gegenspielers. Für mich ist es in Ordnung, diese Szene weiterlaufen zu lassen. Und dann verteidigt das der FC Ingolstadt natürlich viel zu passiv. Wolfram mit aller Zeit der Welt und Guttau eiskalt aus kurzer Distanz. Und die 60er haben sogar die Gelegenheit nachzulegen in den Anschlussminuten. Hopsch hoch in Richtung des 16ers und dann mit dem Abschluss. Linker Außenriss. Kein Problem in dem Fall für Funk. Spät eingewechselt. Patrick Hopsch, der nach wie vor um einen Stammplatz kämpfen muss. Was kommt vom FCI noch nach vorne? Sie stellen um, ziehen Ryan Malone mit in die Sturmspitze und haben plötzlich die Riesenchance. Aus nächster Nähe Zeitler. Völlig blank beim Kopfball, aber er bekommt den nicht platziert. Jetzt kommt der FC Ingolstadt so richtig auf. Kostli mit der Flanke in der Mitte fällt Testrot und es gibt Elfmeter. Aber es ist ein Elfmeter, den es nicht hätte geben dürfen. Wir gucken drauf, wieso. Hier die Flanke von Kostli und Pascal Testrot steht deutlich im Abseits. Das Ziehen von Schifferl im Nachhinein dürfte dementsprechend eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Testrot macht selber zum Anschluss, aber es passiert danach nichts mehr. Ingolstadt bekommt keine geordnete Offensive mehr zustande und verliert mit 1:2 gegen den TSV 1860 München. Ja, ich glaube von Beginn, also in den ersten 10 Minuten war es schon so, dass 60 da uns das ein oder andere hat vor die Kiste gebracht, wo wir dann auch mit dem Rückstand die erste Halbzeit bestreiten müssen. Ich glaube aber, dass wir trotzdem auch nicht mit 0-1 in die Kabine gehen müssen. Also wir haben dann doch nochmal ein, zwei gute Chancen um einen Ausgleich. Und ich finde, die zweite Halbzeit war super von uns. Wir haben uns Chance um Chancen erspielt. Das fällt eine riesengroße Last, glaube ich, ab. Wir haben heute gefightet, wir haben gelitten, wir haben
früh das 1-0 gemacht. Wir haben heute als Mannschaft alles gezeigt. Wir haben uns gegen Widerstände dagegen gestemmt. Ich glaube, das war heute vielleicht ein sehr dreckiger Sieg, aber ist mir scheißegal. Also die 3 Punkte waren so enorm wichtig. Es war wichtig für uns als Team, für den Verein, für die Fans war es enorm wichtig und es ist einfach ein super geiles Gefühl, Mann. Die ersten Punkte in dieser Drittligasaison für den TSV 1860 München. Es ist ein Erfolg auch für diese Wahnsinnsfans. Live beim Magenta Sport.